Stimmt. Deutsche BFMP 2020 Multiplayer. Zusammen mit dem Todd, mit dem Moorbaum und mit dem Mr. Eagle. Hallo. Hallo. Servus, man hat deine halbe Ansprache nicht gehört. Aber cool. damit wollen wir euch herzlich willkommen heißen. Und jetzt so, haut es mich erstmal raus. Und jetzt wieder rein. Folgende Sache: Ich nehme einen kompletten Rettungsdienst. Einmal die Pol von der Pol 2. Und. Ja, der Rest nimmt den Rest. Richtig, ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ich nehme die BF2. Oder soll ich die 1 nehmen? Wir starten wieder in der Nacht um 3 Uhr. Vielleicht wird es jetzt öfters so sein. Keine Ahnung. Sehr echt komisch bei mir ist. So, die BF2 und die BF1 ist auch schon vergeben. Cool, dann nehme ich nichts. Du kannst die FF4 haben und die FF3 haben. FF3. Kriege ich mal das weiter, bitte? Was gibt's denn noch so zu nehmen? Ich will mir dann noch die 5er krallen. Krall mir die 6. So, okay. Was hier? Wird noch was von der Polizei nehmen, wenn ich dürfte? Ja, die Pol 1 ist noch da. Dann nicht die Pol 1 noch. Da. Ich glaube, ich habe mir was eingeklemmt im Intimbereich. Aua. Das hatten wir die Woche auch schon mal. Penisruptur. Ich musste gerade überlegen, wie ich das sage. Weil man, da war ja noch was. Es ist einfach so eine Tatsache, man kann es nicht schönreden. Das ist. Nein, egal, wenn es einer versucht schön zu reden, es ist eine glatte Lüge. Pol 2 nämlich auch noch, würde ich sagen. Pol 2 hat der Deutsche. Was? Der hat doch schon den ganzen Rettungsdienst. Das, boah. Dann nimm du halt Pol, aber kannst du auch richtig absperren und so? Ja. Kriegst du das hin? Ja. Und KTs und so? Ja. Das krieg ich sogar rückwärts hin, vorwärts auch. Ne? Do it. Yes. Do it. Tut so weh, verdammte. Magenkrämpfe. Dann denk einfach an was Schönes. Während Todd seine Eierprobleme hat, tun wir hier die Person versorgen. Ich hab's mal versucht, die Jugend frei zu halten. Du hast es kaputt gemacht. Ey, das ist nicht ich gewesen. Mr. Eagle hat schon verkackt. nein. Also doch, wir können jetzt auch in Fachsprache reden, also habe ich kein Problem mit. Halt doch! Ich schlage mal auf meinen Schreibtisch. Nie wieder. Braucht da eine Türöffnung wahrscheinlich. Ich schicke den Rüstwagen. Mir ist gerade mein zweiter Bildschirm entgegengekommen. Habe ich auf dem LF eigentlich auch irgendwas? LF sagen. Hast du Rüstsatz, Türzieh und Axt. Ja, du hast eigentlich Standardzeug halt. Ja, ich versuch's einfach mal. Vielleicht klappt's ja. So, hier, Feuerzeug Nummer 1, der Deutsche. Ah ja. Feuer Nummer 2. Ah ja. Nummer 3. Und Nummer 4. So, eindeutig. Und das Tippo. Oh, das Tippo geht wieder, Leute. Frag mich nicht, was Todd mit seinen Feuerzeugen jetzt vorhatte. Ich weiß es nicht. Du beschwerst dich immer darüber, dass ich, wenn ich rauche, dass man das hört. Ich höre davon Kippe aus, dass du die Feuerzeuge und hörst. Nicht deine Feuerzeuge. Wie willst du denn die Kippe hören? Na, wenn du dran ziehst. Digga, da mache ich sogar mein Mikrofon immer weg. Wenn hörst du das Feuerzeug? Hör ich immer. Nein. Okay, nein. Das Geräusch lassen wir mal ganz schnell weg sein. Ich glaube, wenn ich an der Zigarette ziehe, 2 Züge und die Kippe ist weg. So ein Raucher bin ich. Ihr seid die geilsten Leute. Ja, ich liebe euch. Ja? No homo. Richtig auch. Ah, gay. Ah ja, guck mal ins Regelwerk. Deswegen wir haben da einen netten Bot. Schnips. Tür ist offen. Tür ist nicht offen. Och, du Dappschädel. Du brauchst eine Axt. Ja, jetzt will der eine Axt. Ja, ach, deswegen auch. Hey, schau mal, bis du fertig bist, ist die Freiwillige da. Auf dem LF hast du kein Rüstsatz und kein Ziehfix. Das war's mal wieder komplett, Todd. Bekomme ich den da unten noch? Ja, nein, den Flüchtigen nicht. Ich schick den von Aldi hin. Die kloppt doch, die kloppt doch Leute kaputt. Oh yeah! Mach hin!
Mach ihn! Ja, ich hab ihn doch schon wieder. Ich hab einmal kurz geschrien. Soll ich einen RTW schicken oder machst du? Ja, ich schick da was. Okay, First Responder ist da. Das ist sehr gut. Also, gib nur einen Verletzten. Oder im Sinne von eine Verletzte. Auf dem Weg. Wow, das Horn, das habt ihr richtig toll gemacht. Das Horn? Von der Polizei, oder? Habt ihr auch noch das Horn geändert? Nee, da haben wir eigentlich nicht mehr viel getan. Okay. Du musst die mal vom Moorbaum hören. Das neue Martinshorn der DLK der BF2. Oh nee. Wird gemacht. Hat's meine Leute jetzt weggesprengt? Nee. Nein. Haben wir Glück gehabt. Ich schick dir eine Drehleiter und einen LF, okay? Ach, du tust schon First Responder, stimmt. Brauche ich ja gar nicht mehr Sanitäter einzuwenden. Die Frau wurde nur zusammengeschlagen. Mr. Eagle, ja. Fährst du mit? Ja, ich fahr mit. Okay. Also meinst du mit Feuerwehr? Ja, von mir kommt, wie gesagt, alle Felker. Ich liebe dieses Geräusch. Das sagt einem nur Fatsch. Ja, ist so, Alter. Du kommst hier nicht raus. Bin unterwegs. Heute ist nicht. Sagen, dass mein Rüstwagen wieder heimfahren kann. Das geht schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Ach, mach ich Sirene aus, toll. Höre, wird umgehend durchgeführt. Ist der einsame Polizist, der da steht. Auf der ist schon fertig. Ich höre, guck mir mal kurz unterwegs. Wald an. Wald sieht die aus. Intensiv 3, normal 11. Auf dem Weg. Muss man mal kurz raustappen. Also, bis ich da bin, brennt das Ganze ab. Passt, alles klar. Alles klar. Höre, wird erledigt. Schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Ich bin jetzt wirklich eingestiegen, ist doch nicht dein Ernst. Ja gut. TLF und LF20. Ich schon mal. Das hat gar nicht. Ja, doch, da kommt nochmal eins. Schon unterwegs. Diese Streifenwagen sich hier durchmanipulieren, ohne zu sperren. Fangen wir von oben links an. Ja, Kirche, fange ich an zu löschen. Ich könnte doch relativ viel rausholen. Ja, VU. Soll ich da gerade weiter nach oben fahren mit meiner LF? Ja, dein Polizeiwagen fährt da erstmal gerade vorbei. Mach das, Rüstwagen und Kran kommen. Ja gut, ich kann da eh nichts machen. Doch. Kannst ihn rausschneiden. Alarmier mal bitte mir den Rettungshubschrauber, Mr. Eagle. Hallo, yes. Hört man mich? Ja, hallo? Hört dich. Ja, okay, weil du kannst den rausschneiden, Mr. Eagle. Auch wenn der Baum drauf liegt. Okay. Heli wurde alarmiert. Alles klar. Mal schauen, ob mein LF da irgendwas machen kann. Ein LF hat einen Rutzers mit. Na gut, dann passt's. Direkt schneiden, ne? Ja, bin gleich schon dabei. Kran wirst du auch gebrauchen. Ja, der ist schon unterwegs. Bräuchte aber Rettungsmittel. Wird gemacht. Notarzt ist schon unterwegs. Jawohl. Ja? Also ich habe gemeint, wir packen das so ab mit dem Rettungsheli. Okay. Ja, ja, der ist auf jeden Fall schon unterwegs. Der landet dann rein theoretisch vor der Polizistin. Dann vor der Polizistin. Weiter vorne ab. Ja, genau. Oder, nee, warte mal, lass den Heli im Schulhof. Genau, im Schulhof. Nee, lass ihn da zwischen HLF und... Achso, stimmt, ich hab den ja eh. Passt. Eben, du hast den ja, deswegen habe ich ja dich gemeint. Notarzt ist aber auch schon mal vor Ort. So, die Kirche ist soweit aus. Schon rein.
Versuch mal mit meinem Buswagen da was zu regeln. Ich fahre da schon. Ich komme im Fehlloch. Na gut, dann bleib ich hier unten. Wir müssen aufpassen, dass es sich nicht nach hinten da verzieht. Okay, du hast persönlich behandelt. Wenn dein LF ein bisschen zu stark ist, kann ich den Baum schon mal wegmachen. KT, hast du den Blick nicht regel? Ja, so halbwegs. Aber KT ist ja nicht so unbedingt dringend. Ich ja, wir müssen mal gucken. Also im Moment sieht's gut aus bei der Person. Manchmal kommen wir auch Einsätze rein, da ist die Person kurz verreckt. Ja, lass mich hier vorne drücken, Mann. Ich bin nämlich nach den Feuern da hinten. Das passt. Heli ist da. Ja, lass die Person einfach hoch behandeln, dann sage ich dir Bescheid. Weil das Ding ist, ja, du kannst die Person nicht hoch behandelt in den Heli. Kannst du meinen KT mal nach unten schicken, den von außerhalb? Ja, mache ich. Die Autobahnpol schon auf dem Weg. KT. Pol 1, Autobahnpol noch. Aus ja. Autobahnpol? Ja, beim PKW-Brand. Bin unterwegs. Jupp, kommt gleich raus. Ich schick noch kurz was zum Randale. Autobahnpol wird alarmiert. Ja, von der Brücke oben runter gelöscht. Sehr gut. Also da oben bräuchte ich bestimmt zwei Leute. Ja, RTW ich von außerhalb. Okay, läuft mal fest, Spawner da hoch. Schick mal Brauchst einen von Brauchst meinen. Nicht. Ich hab ja zwei Besatzungen drin. Na gut. Mein ein Polizeimotorrad mal nach oben ans Klinikum. Ja, das brennt immer noch leider da hinten. Wie geht auf die dritte Person los? Habe verstanden. Ja, jawohl. Auf den ja, Weg. Direkt schießen, ne? Komm. Yes! Hab ihn. Auf dem Weg. Ja. Ist der Eagle da, wo der 3er TLF steht? Ja. Da oben brennt's noch. Wo brennt es? Ich sehe da nichts. Und ein 3er TLF. Ah ja, tatsächlich. Ja. Wo der umgekippte Lastwagen liegt. Ich lösche gerade. Ja, das ist ein bisschen verbuggt. ein Paulaner. Kannst du einfach zurücksetzen, einfach wegmachen. Ich habe keine Pole in der Nähe. Nicht so ganz die Physik, dass die als Fahrzeug anerkannt werden. Und dementsprechend kippen die einfach um wie so ein Baum. Ah. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Unterwegs. Gut, jawohl. Feuer ist aus, meine Feuerwehr zieht wieder heim. Wird ausgeführt. Was gibt's? So, Person befreit, Baum ist weg, Feuerwehr zieht wieder heim. Jetzt müssen sie fahren. Was gibt's? Oh, hier baue ich auch ebenfalls wieder ab. Ich brauche hier einmal Transport. Was gibt's? Ist in Arbeit. Kommt. Ich guck gerade nach, welches Fahrzeug ich dir schick. Was gibt's? Ja? Person ist hochbehandelt, kannst du mir im Heli abschicken, ne? Danke. Unterwegs. Ja?
Das geht auf die Intensivstation. Den Typen ist ein Baum auf den Kopf gefallen, Alter. Ich glaube, der hat da ein bisschen Kopfschmerzen von. Oder Cent vielleicht. Ein bisschen, ja, ja. Das wär's, oder? Kommt der Rettungswagen an, sagt der derjenige, der Patient, ja, ja, mir ist ein Baum auf den Kopf gefallen, hab ein bisschen Kopfschmerzen. Das muss es sein. Hirnschädeltrauma ab ganz schnell ins Krankenhaus. Gucken, ob da nicht mehr beschädigt ist. Bin unterwegs. Oh, KT wird auch abgearbeitet. Höre. Ist so ruhig. Noch. Hast du einen Einsatzboost gemacht? Nee, ne? Nein, ist aber hier mal ein Abschlepper auf dem Weg. Auch deine Aufgabe, Mr. Jäger. Yes, ich wollte halt nur von mir hier alles absichern. Jetzt schicke ich einen Abschlepper. Weil es hat ja Zeit mit Abschleppen. Aber der hat nicht Zeit, der ist ein Krimineller. Ah, stimmt, hier, der Autobahnpolizei, die später. Die tut auch noch wie abschleppen. Bist du dir immer noch sicher, dass du komplette Polizei wolltest? Mittlerweile nicht mehr so stark, tatsächlich. Aber ich bemühe mich drum, dass ich tatsächlich schaffe. Polizeigewalt. Depot rollt. Das ist ja gut, machst du das? Schick mal einen RTW zur Bereitstellung. Schick's mal deine Jungs da mal rein. Rüstwagen kommt auch. Ja, müsstest du aufmachen können, ja. Ja, aber ich habe echt nicht erwartet, dass hier das so viel wird für die Polizei. Ja, ja, Pol ist schon ein bisschen was zu tun. Ich habe die Einsatzfrequenz verändert, deswegen. Rettungsdienst ist jetzt nicht mehr so übertrieben krass und alles ist eigentlich relativ gut ausgeglichen. Schade. Ja, wenn da mal Gasexplosionen kommen, da hast du genug zu tun mit Rettungsdienst. Wenn hier eine Gasex kommt, ja. Ey, ich habe das immer noch nicht geändert, ne? Ja, ich sag nur hier. Ich und Feuerkiller hatten hier eine Gasex. Ja, ich war auch dabei. Das ist eine Gasflasche, die Gasex ist. Und da hier ist selbst nochmal Gasexplosion. Bei dem, was soll denn das sein? Dieseltanks oder so oder was auch immer. Ja, der Tank ist explosiv. Das ist eigentlich nochmal. Es gibt halt Doppelexplosionen, deswegen macht's Boom und dann Leute in Hotel liegen. Viel liegen, viel Hotel. Aber mittlerweile, es läuft einfach wieder. Ich bräuchte auf jeden Fall einen Transport hier hin. Ja, der kommt auf jeden Fall. Es läuft. Es läuft zwar nicht so zu 100%, aber ich komme langsam wieder rein. So, ja. Das ist ja die Hauptsache. Wir haben auch am Anfang echt Probleme gehabt. Ein bisschen der Feuerwehr, ne? Da, Todd, da kannst du eigentlich genau Feuerlöscher direkt. Kannst du vielleicht viel mehr verhindern. Nur aufpassen, dass du dich nicht selbst verletzt. Ja, wow. Weil es zu hot ist. Ah ja, der HQKW hat Feuerlöscher dabei, aber Polizisten können keine Feuerlöscher ausrüsten. Ach, bist du direkt schon vor Ort, das ist doch gut. Brauche ich nicht mehr. Weil vielleicht schieße ich jetzt gleich einen nieder. Nein, du kannst reinfahren. Okay. Hat der Rüstwagen ganz alleine geregelt. Mhm. Ja, perfekt. Dann würde ich die Scheibe abschneiden. Aber vielen Dank dafür, dass du übernommen hast. Jetzt darf der HQKW wieder nach oben fahren. Stadt ist unbeaufsichtigt. Ah. No. Aber ich weiß, was ich mache. Ich rufe es mal passiert alles im südlichen Teil. Warum? Soll ich bei dir da hinten was anzünden? Ich habe einen PKW-Brand gemacht. Mehr nicht. Soll ich dir da hinten was anzünden? Nee, lass mal. Ist irgendwie real life gerade, ne? Wegen deiner Feuerwehr. Bin ich ja seit einem Monat nicht mehr. Achso,
Ja, aber du hast ja mal erzählt, dass du nur noch irgendwie, was weiß ich, andere Sachen, okay, im Baum auf Straße oder sowas hattest, aber nie ein schönes. Herr Deutscher. Naja. Ich kann das Fahrzeug, das hier liegt, auch nicht abschleppen. Das ist normal, ne? Was, du meinst, dieser Paulaner-Truck da? Ja, ja. Dann tun einfach die Wagen fertig. Also nicht die. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich den abschleppen kann. Nee, nee. Sonst könntest du ja alles abschleppen und das soll ja nicht sein. Bei was für einer Zeit sind wir? 12 ist 34. Okay. Also, du meinst jetzt die, wie viele Minuten noch oder was? Ja, ja. Also ich wäre da bei 21, 24. Ja, ich hab noch 3, 4 Minuten. Ah ja, gut. Und dann kommt der nächste Notarzteinsatz. So. Meine DLK hat sich auch wieder stylisch reingestellt. Ich find's aber irgendwie schade, dass die Polizei keinen First Responder machen kann. Das wäre zu much, deswegen ist es mit Absicht. Bei der Mannheim-Modifikation wird es so sein, es wird aber nur vereinzelt sein. Manche Polizeiautos können das nur, nicht alle. Ja, ich würde vielleicht... Na ne, egal, machen wir jetzt nicht. Das ist zu viel, deswegen ja. So, da habt ihr einen schönen VU wieder. Schon wieder? Der gleiche? Echt jetzt? Och, echt jetzt? Also, mich würde es nicht stören, wenn ihr das dementsprechend debuggen würdet. Nein, der wird abgearbeitet. Zwei. Kriegst du Rüstwagen, oder? Ja, ja, mit Kran. Na, dann kannst du ja auch den Heli wiederholen, oder? Kommt. Aus von außerhalb. Das ist Übung, nur so lernt man's. Ja, auf dem Weg. Ist okay. Also irgendwie sind die Bäume da sehr unsicher. Was ich aber mal vorschlagen würde, oder könnte, dass wir vielleicht tatsächlich mal eine Folge machen, also so eine Special-Folge, wo wir quasi jetzt beispielsweise das Chemiewerk anzünden. Warum sagt jeder Chemie, Alter? Das heißt Chemie. Deine Pool hat sich echt scheiße reingestellt, wollte ich mal kurz sagen. Warum sollen wir das Ding anzünden? Um was zu tun zu haben. Richtig, dass wir halt wirklich mal einen Mann mal quasi abarbeiten. Das haben wir oft genug. Oh, ja, genau. Ich brauche einen First Responder erstmal, oder? Nee, ich kann da was selber noch schicken. Ja, nee, kann ich nicht. Ganz richtig, mein ELW hochgefahren. Wieso ELW? Du hast einen Notarzt, einen RTW. Ja, aber zum First Responder meine ich. Ich hab da jetzt keinen Rettungsdienst hingeschickt zum VU da, ne? Also zum Fahrzeug. Ja, der Heli ist schon unterwegs. Er ist gleich da. Der landet grad. Echt? Ja, das ist noch nicht rausgeschnitten, also von dem er passt. Der Sonne ist raus. So viel dazu, Mr. Heli. Ach ja. Ja, yeah, der Notarzt holt gerade seine Tasche. Und jetzt läuft er rüber. Voilà. Och genau, nee! Da. Schick den Leuten da drüben mal ein Bäumchen auf der Schule. So, ich nehme den gerade fest. Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, links der. Was bestätige? Nein, 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 steht auf der Rückseite neben der grünen Tonne. Sorry, Fake News. Auf der Rückseite der rechts, ne, beziehungsweise links neben. Ja, ich dachte, der wollte jetzt gerade einen Baum anzünden. Meine Güte. So, ich würde sagen, wir machen kurz Pause. Ja, warte, ich renn gerade noch weg von dem. Oh. Okay. Nein. Also in der nächsten Folge geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen, Abo und Glocke aktivieren. Könnt ihr auch gerne bei Mr. Eagle machen, wenn ihr wollt. Dann bis zur nächsten Folge. War eine kurze Folge, aber die geht nächstes Mal
der nächsten Folge wahrscheinlich ein bisschen heftiger weiter. Yes. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Tschö.